Bam! Special Effect. Wir wären beim letzten Beispielsatz zur Partikel BAP, diesmal in einer neuen Funktion, im neuen Anschluss, und zwar an der Mise en Quai für die hypothetische Aussage. Der Beispielsatz aus dem Hekumonogatari ist eine Kriegererzählung, und wir haben hier eine wörtliche Rede, und innerhalb der wörtlichen Rede kommt das Ding zweimal vor, nämlich einmal hier bei Shizuma BAP und einmal hier bei Taskaritamawa BAP. Shizu, untergehen oder ertrinken oder so, ist fünfstufig. Bei fünfstufigen Verben haben wir bei der Mise en Quai den Signalvokal A. In der Mise en Quai, was ja die zweite Anschlussmöglichkeit für Ba wäre, stünde da eine Silbe mit E, also Me. Aber hier ist es ja klar identifizierbar, da steht Ma, also es ist Mise en Quai, also wissen wir auch, dass wir es als hypothetische Aussage übersetzen müssen. Derselbe Spaß hier bei Tamo, auch fünfstufig, Tama, Wa und dann Wa. Genau, wörtliche Rede, ich habe das schon mal markiert mit Anführungszeichen. Und wir haben hier den Aussagetreffenden, nämlich Daijin Dono Wa, also mit Themapartikel sogar, was speziell ist, weil die eigentlich meistens weggelassen wird im vormodernen Japanischen, der Minister. To omoi tamo. Denkt. So, und was denkt er? Uemon no kami shizuma ba, ware mo shizumu. Taskaritama wa ba, ware mo taskaramu. Wir haben hier noch andere Grammatik, nämlich das Verbalsuffix mu. Das lassen wir heute mal weg, das machen wir dann in relativ naher Zukunft. Wunderbar, besteht aus zwei Sätzen, fangen wir mit dem ersten einfach mal an. Falls oder sofern untergeht, wer oder was, Uemon no Kami, also der, ich glaube, Kami ist ein Provinzgouverneur. Falls der Provinzgouverneur Uemon untergeht, so gehe auch ich unter. Auf zum nächsten. Falls er Taskaritamawa ba, falls er gerettet wird, ware mo taskaramu, so werde auch ich gerettet. Das war's eigentlich schon. Ja, damit hätten wir Bar abgeschlossen und könnten dann übergehen zum nächsten, was dann sinnvollerweise Carry ist. Und mit Carry können wir dann insgesamt meinen alle Verbalsuffixe der Vergangenheit und ja, auch für die Aspekte der Abgeschlossenheit reingehen. Also, weiter geht's.